Backhäusel in Baden-Württemberg. Für Ornithologen zergeht dieser Name wie Schokolade auf der Zunge. Denn das nahe Naturschutzgebiet Wagbachniederung zählt zu den bedeutendsten Vogelschutzgebieten Deutschlands. Aber auch für ornithologisch weniger Interessierte ist es ein lohnenswertes Ziel. Aus der Drohnenperspektive aus 120 Meter Höhe im Vordergrund die Wallfahrtskirche, Mutter mit dem gütigen Herzen, mit dem großen Parkplatz. Nur wenige Meter weiter noch ein großer Parkplatz, vielleicht sogar ein wenig ruhiger, da etwas weiter von der Durchgangsstraße entfernt. Sowohl Ruhe als auch Entspannung durch die Jagd suchten die Speyerer Fürstbischöfe mit dem Bau der Eremitage im 18. Jahrhundert. Die Spuren der Geschichte der Eremitage als Jagdschloss und heute als lebendiger Veranstaltungsort machen die Eremitage zu einem einzigartigen Ensemble. Der besondere Reiz liegt in dem positiven Spannungsfeld von barocker Außenarchitektur sowie der im Stil der 20er Jahre umgestalteten Innenräume. Soweit der offizielle Werbetext der Eremitage. Im Hintergrund die nur wenige Kilometer entfernte Wagbachniederung. Aber das gibt ein eigenes, etwas längeres Video auch hier auf meinem Kanal. Lohnenswerte Radwege von Waghäusel aus gibt es in alle Himmelsrichtungen. Einer davon führt in den leider etwas versteckt liegenden Vogelpark in Oberhausen. Jetzt, Mitte Mai, gut zu beobachten, ohne zu stören. Die Jungstörche in mehreren Horsten. Der Vogelpark lohnt auf jeden Fall. Der Eintritt ist frei und nebenan, wie praktisch, eine italienische Pizzeria. Aber auch die Döner auf dem Weg zurück zum Womo in Waghäusel können wir empfehlen. Unser Fazit: Waghäusel lohnt eigentlich zu jeder Jahreszeit, immer wieder. In erster Linie natürlich wegen dem Naturschutzgebiet Wagbachniederung, aber auch sonst auf jeden Fall lohnenswert.